Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Unsere sensiblen Krebse da draußen. Der Jupiter ist ein energiegeladener Planet. Er ist ein Erfolgsplanet, aber auch einer, der nach vorne drückt. Das macht dem sensiblen Krebs dieses Jahr etwas zu schaffen. Denn der Krebs ist einer, der Selbstzweifel hat und gerne bei sich zu Hause bleibt, sich um seine Familie kümmert, sein Heim und sein Herd wirklich in Ordnung hält. Und der Jupiter drängelt. Ja. Wir haben aber auch Gott sei Dank den Pluto beim Krebs im Haus. Das heißt, ihr seid optimistisch, ihr könnt nach draußen gehen, aber in eurem Tempo. Macht langsam, lasst euch nicht drängeln und übereilt es nicht. Denn dann fühlt ihr euch nicht wohl und mit euren Scheren quackst dann da, quackst dann da. Nee, muss nicht sein, macht euer Tempo, lasst euch nicht hetzen. Habt ihr schnelle Sternzeichen um uns rum, wie jetzt beispielsweise der Widder oder der Zwilling, sagt doch mal, ich brauche eine Pause. Die beiden müssen das dann auch mal verstehen. Gesundheitlich. Ihr seid keine Bergkletterer, keine Bungee-Jumper. Es ist ein Schwimmbadbesuch. Es ist ruhige Bahnen ziehen. Es ist ein Schaumbad. Es ist auch mal ein Saunabesuch. Es ist eine langsame Radtour, genauso wie ein kleiner Spaziergang. Es ist kein Mount Everest zu besteigen. Überanstrengt euch nicht, überfordert euch nicht. Kleine Schritte bringen euch mehr Kraft und Energie als dieses ganz schnelle Adrenalin-Junkie-Gehabe. Ihr habt es eigentlich richtig schön, wenn ihr es in eurem Tempo angeht. Lasst euch nicht hetzen und der Erfolg ist dieses Jahr ab August. Es läuft alles super, es läuft alles gut, aber ab Mitte August ist, als ob da eine Bremse gelöst worden ist. In euren Sternzeichen passiert dann so viel, dass dann wirklich, ja, man sagt, die Luzi abgeht. Also freut euch drauf.